Hallo, liebe Rasenfreunde. Ein wunderschöner Herbsttag. Die Sonne scheint. Ich habe noch viel Wasser in den Tonnen. Die können auch so langsam mal raus. Ihr seht das. Der Rasen ist super. Bis auf ein paar trockene Stellen. Es wird Zeit zum Düngen. Ich wollte das ja sowieso schon mal machen. Ich hatte das in einem Short schon mal gesagt. Wir haben uns den Einhellstreuer geholt. Und ich habe den schon in einem kurzen Short getestet. Weil ich habe jetzt so viele Streuer. Ich habe den Handstreuer von Gardena, ich habe diesen Flächenstreuer. Dieser hier mit Akku, den kriegt man ab und zu mit dem Akku zusammen für knappe 50, 60 Euro. Vielleicht jetzt mal bei den Prime Days wieder gucken. Da gibt es den vielleicht auch. Man kann den hier einstellen, die Breite und hier die Körnergröße. Dieses Ding ist super. Man kann eigentlich gar nicht mehr falsch düngen oder in eine falsche Richtung oder zu viel oder zu wenig. Wenn man damit rumgeht, und das wollte ich einmal zeigen, wie der funktioniert. Also wir müssen eigentlich nur den Hebel hier hochheben. Akku ist voll, das ist der kleine, auch gut. Nächstes Jahr werde ich mir mal den Vertikutierer von Einhell besorgen, den kleinen, und dann mal gucken, wie das so ist damit. Ja, hier kommt es dann im Grunde raus, also ein ganz normaler Tellerstreuer. Ich habe jetzt, was haben wir jetzt? Morgen ist der 30. September. Und dann habe ich auch noch genug, um im November auch noch mal was aufzutragen. Und danach werde ich dann, ja, wässern. Ja, vieles dazu nicht zu sagen. Die Körnergröße kann man einstellen. Das heißt, ich habe hiermit schon alle möglichen Körnergrößen gestreut. Salz natürlich noch nicht. Also der soll auch im Winter Salz streuen können. Das werde ich ausprobieren, hier für meine Fläche. Wenn Eis ist, ich hoffe, das dauert noch ein bisschen. Schöner finde ich es, wenn die Sonne scheint und es ein schöner Tag ist. Aber gut, ja, wie gesagt, hier kann man das noch einstellen, wie weit der auseinander gehen soll. Aber ich würde sagen, wir gehen es einfach mal ab und gucken. Ich will euch das zeigen. Also der ist wirklich super. Dann kann es losgehen. Immer schön geradeaus. Man sieht, man kann überhaupt nicht falsch zu viel oder zu wenig, man läuft einfach seine Fläche ab und alles kriegt auch was. Da kann man nichts mit verkehrt machen. Einmal hier so rum. Wie lange der Akku hält, weiß ich nicht, aber das dürfte auf jeden Fall ausreichend sein. Also seht ihr das, es funktioniert absolut fantastisch. Und für faule Leute natürlich richtig super. Absolut Spitzengerät. So, und schon habe ich meine Fläche soweit fertig. Tipptopp. Kann ich nur empfehlen. Super Teil.